Na, das ist doch schon gar nicht schlecht, oder? Zack, erste Barbe mit 2 Kilo im Sack. Nicht schlecht. Tatsächlich nicht verkehrt hier. Guck mal da. Ich stöber gerade hier so ein bisschen durch unseren Discord. Da hatte der Devilus vor ein paar Tagen schon was reingepostet. Ich weiß, der stand da mehrere Tage am Stück. Hat da wild rumprobiert, wo denn was funktioniert und wo nicht. Und er stand dann hier am guten Bärensee, am alten Bärensee mit Basic-Zutaten, Käse und Barbenmische. Ganz, ganz klassisch auf Barbe sozusagen. Und ich stehe jetzt hier, sage und schreibe, ja, eine gute Minute. Und die ersten 2 kleinen Barben sind drin. Also, zusammengebastelt das Setup, rausgeschmissen, auf dem Käse und zack, da lüppt die Barbe. Bis jetzt zumindest, gar nicht schlecht. Dafür, dass ich, und schnell, also dafür, dass ich jetzt gerade erst rausgeschmissen habe, war das ratzfatz erledigt mit den ersten 2 kleinen Barben. Ist ein super Zeichen dafür, dass die Barbe da gerade Bock hat. Barbe, mega geiler Fisch, lohnt sich übelst. Also absolut lohnenswert. Ich rechne allerdings auch mit jede Menge Kleinkram. Ich rechne mit vielleicht auch Giebel und Karauschen. Ich rechne ja mit kleinen Schuppis und sowas alles. Also hier kann einiges reinballern. Auf dem ollen Käse, vielleicht sogar auch noch Brassen oder diese ollen Jungbrassen und sowas, diese unmaßigen. Also da kann bestimmt einiges noch reingehen. Ich bin da nicht überrascht, wenn da wild irgendwie was reingeht. Aber bisher, dafür, dass das so ein simples Setup ist, absolut sparsames Setup eben auch, ist das doch gar nicht verkehrt. Ist auch was dran. Ich warte schon auf den ersten dicken, fetten Brocken. Ich bin hier relativ dick unterwegs, also gar nicht mal so zaghaft. Man könnte durchaus auch, warte mal, wir könnten mal, komm, wir machen wir direkt. Machen wir direkt. Wenn wir rumexperimentieren, dann direkt. Das Setup soweit natürlich klassisches Karpfen-Setup. Kann natürlich auch, also es wird natürlich auch funktionieren, wenn ihr hier mit einem, ich sag mal, 15-Kilo-Setup ungefähr unterwegs seid. Vielleicht mit der HSV als Bremse. Dann lübt das doch bestimmt. Futterkorb dran, ganz normale Basis, Barben, Futtermische. Wir gucken da mal eben rein. Sonnenblumenkern, Fliegenmade, Lehm und Koriander. Das ist die Kombination, wo wohl die Barbe drauf abgeht. Eigenartig, aber so ist es. Hat eine ziemlich lange Wirkdauer, 27 Stunden aufgrund der Zutat Lehm. Ja, vielleicht könnte man das sogar noch pimpen. Barbenmische plus. Dann vielleicht mit einer Kombination, dass man da noch Käse mit reintut. Dickes Vorfach dementsprechend, 1er Haken und Käsewürfel. Und dann gehen wir jetzt erstmal auf den 1-0er Haken und lassen den Käsewürfel dran. Und ich werfe direkt wieder aus. Geklippt, zack, auf 21 Meter. Damit wir auch die gesamte Futtermische immer schön an einer Stelle haben. So, und da bimmelt es auch schon weiter. Hier ist sogar was dran. Zack, ist hier nach links abgehauen, sehr schön. So, und da geht die nächste kleine Barbe rein. Tatsächlich gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Also, das ist doch bisher übelst eindeutig, oder? Was haben wir jetzt hier? Auch dran. Sehr zaghaft sind die. Sehr, sehr zaghaft. Gucken wir mal. 2 Kilo Barbe. Schmeckt. Also, kann man machen. Bisher ist das richtig, richtig gut. Ich hoffe jetzt natürlich, also das sind jetzt die 1er Haken hier vorne. Ich hoffe natürlich, dass dann hier auf der dritten Route mit dem 1-0er Haken da dann auch die etwas dickeren dran gehen. Die Frequenz ist sensationell. Auch wenn es, wie gesagt, einige unmaßige dabei sind. Nichtsdestotrotz haben wir hier einen guten Spot für die Barbe. Alles so in diesem 2-Kilo-Bereich lohnt sich dann natürlich auch kohlemäßig schon. Ja, wie gesagt, diese Spielerei mit der Futtermische durchaus möglich, dass man dann hier so eine Kombination einfach mit Käse macht. Heißt also, man kann natürlich einfach hier die Bällchen nehmen, man muss ja jetzt kein PVA nehmen oder sowas. Und dann hat man hier
die Basis. Waren das Haferflocken? Ich glaube schon. Dann war das Lehm. Warum auch immer. Dann war das Fliegenmaden, wenn mich nicht alles täuscht. Dann war das Koriander. War das Koriander? Ich muss gleich nochmal reingucken. Und dann würde ich sagen, machen wir hier auf jeden Fall nochmal Käse dran. Und zwar nehmen wir hier den guten Käse natürlich. So, jetzt gucke ich aber gerade nochmal eben rein in die Originalmische, ob ich mich da jetzt verhauen habe. Bar, das war Brasse. Barbe. Fliegmade, Lehm, Sonnenblumenkerne waren es, okay. Koriander tatsächlich. Also, dann gehen wir wieder in unsere Barbe plus Sonnenblumenkerne, Lehm, Fliegenmade, Käse. Noch eine käsige Variante könnte man machen. Wir könnten noch den Schmelzkäse dran machen. Oder wir übertreiben es dann natürlich mit dem Käse und versauen uns das Ganze. Auch möglich. Man kann natürlich auch noch was Fischiges mit reinnehmen. Ei, ei, ei. Oder ich lasse das und versaue mir es einfach nicht. Ich glaube, ich lasse das erstmal. Wir lassen das erstmal so. Machen hier einfach nur die Barbe plus Käse. So. Und stellen das jetzt einmal her. Und wenn ich das dann nochmal ändere, mache ich dann einfach Barbe Doppelkäse da draus. Und dann wird das getestet und probiert. Aber zunächst bleibe ich natürlich erstmal hier mit der Standardmische. Die Anzahl der Futterbällchen ist natürlich klassisch. Auch hier wieder, wenn man so um die 10 Stück drin hat, dann sollte der Spot aktiv sein. Ich hatte jetzt insgesamt von den verwendeten Futtermischen hier, glaube ich, noch so ungefähr 30 Stück übrig. Wahnsinnig mehr will ich auch gar nicht reinhauen. Die wirken halt so sehr lang. Das heißt, man könnte tatsächlich auch von einer vielleicht sogar schon mal die Mische runternehmen. Hoppala, ich muss mal ein bisschen weiterwerfen. Und dann nur noch mit zwei nachfüttern oder nur noch mit einer nachfüttern. Also da muss man einfach gucken, dass man halt den Spot nicht überfüttert. Heißt also 10 und ausgeschlitzt. 10 Stück aktiv. Und wenn das dann irgendwann so in Richtung, ja, 20 geht, ich glaube, dann reicht es auch so langsam. Ne? Man muss es ja nicht übertreiben. Was ich hier gleich mache, hier das Problem hier mit dem Ausschlitzen. Ich werde jetzt nochmal ein bisschen feiner reingehen. Das war jetzt gerade, also ich habe immer den Eindruck, wenn man den Fisch relativ früh in seiner Wegziehphase sofort hart gegens Brett rennen lässt, dann schlitzt es eher mal aus. Und da versuche ich eigentlich immer ganz gerne, ihn so ein bisschen ziehen zu lassen. Und wenn er manchmal diesen Drill will, dann auch ruhig die Bremse nochmal locker zu lassen und ihm so ein bisschen Drillzeit zu geben. Und dann halt wirklich auch in den Blank rein, also die zur Seite ziehen, richtig da die Spannung dann aufbauen. Und vielleicht nochmal so ein bisschen nach oben, dass man dann halt auch in etwas verschiedenen Winkeln versucht, da die Spannung aufrecht zu halten. Hat am Bernsteinsee ganz gut funktioniert. Da hatte ich auch regelmäßig immer so wieder so ein bisschen Theater mit den Karpfen. Hatte ich bestimmt in dem Video, genau, hatte ich sogar in dem Video irgendwann mal gesagt, dass das immer ausschlitzt. Mittlerweile habe ich da kaum noch Probleme mit. Klappt eigentlich ganz gut. Also wenn der Fisch so ein bisschen in den Drill will, nicht direkt zack zumachen, sondern ihm vielleicht auch ein bisschen Zeit geben, dass er abhauen kann. So, jetzt haben wir hier ein paar Spiegelkarpfen. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Insgesamt sind es ja jetzt gerade mal 10 Minuten, aber dafür schon wahnsinnig viele Barben am Spot. Gar nicht schlecht. Dankeschön an der Stelle nochmal an den Devilus für den Beitrag im Discord. Wenn ihr Bock habt auf den Discord, unten drunter ist der Link zum Discord. Da dann einfach mal rein in die Regeln kurz reinschauen, bestätigen. Und dann habt ihr da natürlich auch Zugriff auf die verschiedenen Spots. Und ja, da sind wir natürlich auch für jeglichen Austausch immer alle dankbar im Rahmen der Regeln. Guck mal da, und dann geht es auch direkt wieder los. So soll das sein. Leichtes Regenwetter jetzt. Gucken wir mal, ob das irgendwo beeinflussend ist. Vielleicht gehen sogar ein paar Amure jetzt eher mit rein. Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Heißt also, wenn man jetzt hier mit einem mittelprächtigen Set irgendwie hier steht, vielleicht so im Level 20 Bereich,
2022, dass man dann hier schon ganz vernünftig eben auch auf die Karpfen gehen kann. So, das ging relativ easy. Und das mit so einem simplen Köder, ne? Einfach hier, zack, mit dem ollen Käse auf die geile Barbe, Alter. Auch die Barteln hier immer, ne? Einfach ein geiler Fisch, Barbe immer wieder geil. Hat übrigens bei mir ewig gedauert, bis ich die Trophy bekommen habe. Da gab es ja immer so Seasons, wo man gesagt hat, die Barbe rennt, die Barbe rennt. Und mir war das immer wurscht. Und dann ist natürlich die Barben-Trophy lange an mir vorbeigegangen. Und irgendwann war sie dann endlich drin. Ich weiß gar nicht, was die hatte, die schwerste. Barforelle, guck mal da, 9 Kilo. Also, schmeckt, kann man machen. Guck mal hier, damals sogar, ja. Guck dir das an. Ah nee, das war sogar Beifang. Das war nicht die erste. Bernsteinsee, Beifang. Das war nicht die erste. Aber man sieht trotz allem Muscheln und sowas. Auch, das weiß ich noch, vor Jahren war hier Muschel und Früchte. So eine Kombination hat auch funktioniert. Sollen wir das mal nachbasteln? Komm, wir testen mal. Ich schnapp mir mal jetzt hier eine Route, die 1. Barbenfuttermische ist ja jetzt drin. Und jetzt testen wir einfach mal mit klassischer Haarmontage. Basismäßig hier. Klassische Haarmontage ist ja das, was man mit als erstes frei hat. Dann nimmt man einen Litcore, so ein Bleivorfach. Dann natürlich ein vernünftiges Blei da dran. Dann passt das soweit. Ich lasse den 1er-Haken erstmal und guck mal hier nach Boilies und Pellets. Und hier gucken wir mal nach Muscheln. Pfeffer und Muschel 14. Bei der Muschel gehe ich mal kleiner ran. Und auch hier gucken wir nochmal nach Muschel. Und hier gibt es, genau, Muschel und Früchte. Ich glaube, ich nehme auch hier vielleicht erstmal das kleinere 16er. Und wir nehmen hier nochmal einen Muscheldip. So, sehr muschelig, kein PVA. So verwenden wir das Ganze. Wir lassen natürlich den Clip hier auf 21 Meter. Die Futtermische ist ja gerade vor Ort. Raus damit. Oh, da fliegt aber gut, ey. So. Und dann bin ich übelst gespannt, ob hier auch auf der Muschel was geht. Ich weiß noch, vor Jahren ab und zu ging auch der Tauwurm mal. Also es gibt so ein paar Köder, die man einfach mal testen kann. Aber ich denke so Krebs, Krabben, Muscheln, Käse auf jeden Fall. Das sind so die ganz großen Klassiker fürs Barbenangeln. Das geht immer wieder ganz gut. So, ich würde sagen, jetzt machen wir mal ganz kurz einen Break. Lassen das mal so ein bisschen auf sich wirken. Und ich bin gespannt, ob da noch was passiert. Wenn ja, gucken wir natürlich wieder rein. Na, guck mal. Und da ist der erste Biss hier drauf. Und was kommt auf Muschel? Katastrophe, Alter. Da beißt erstmal ein Rotauge. Alter. Also hat sich ja übelst gelohnt. Not. Ei, ei, ei. Und die Pellets sind auch schon aus. Ich baller mal hier andere Pellets drauf. Nehmen wir mal einfach Flusskrebs. Ei, 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 ei. Katastrophe. Absolut schlimm. Nee, also das hat sich bisher nicht gelohnt. Wir haben mittlerweile auch schon schön mitten in der Nacht. Es ist gerade hier auf dem 1-0er-Haken nochmal eine schön dicke Barbe reingeballert. Aber es wird gerade weniger. Ich denke, dass die Barben dann eher so Richtung Morgenstunden auch wieder aktiv werden. Und dass es dann nochmal richtig abgeht. Wir gehen mal kurz reinschauen, was denn so die Barbe bringt. So, da ist der Fischmarkt. Also, nach Preisen sortiert sehen wir die letzte große Barbe. Eine Barbe, 20 Tacken mit 4 Kilo. Das ist natürlich übelst angenehm. Und wenn wir hier diese Durchschnittsbarben uns anschauen, 1,5 bis 2 Kilo, beziehungsweise hier die kleinen, die sind so bei 2, 3 Silber. Nicht wahnsinnig interessant, aber sobald die sich so ein bisschen verfärbt haben, ihr seht hier den schönen Unterschied, da geht es dann auch kohlemäßig los, direkt so im Bereich von 10 Silber. Und da ziehe ich doch lieber eine 2 Kilo Barbe als ein 5 Kilo Amur raus. Übelst entspannt. Also Barbenkloppen macht doch Bock. In den paar Minuten jetzt, 20 Minuten jetzt schon über 70 Silber gemacht.
Kann man also machen. Kratsching, direkt verkaufen, weiter zum Sport. Petri, ihr Lümmels, wenn es dir geholfen hat, gern Daumen da lassen, den Kanal abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags ab 19 Uhr.